Hast du mitgekriegt? Ich habe neulich meinen Level 55 Hardcore-Char umgebracht. Ja, ich weiß, die Maria ist tot. Aha, die Maria ist tot. Ich hatte mir vorgenommen, diese Woche den schön auf 60 zu spielen. Und, ja. Und dann war es so ganz schnell vorbei. Dann die scheiß Wespe. Vorbei mit der Maria. Die heilige Jungfrau Maria ist gestorben. Gott, ey, in der Kanalisation hatte ich schon einen so einen Pack, wo es knapp war. Achso. Und dann renne ich so mir nichts, dir nichts rum und... Jetzt und hast dann... du alles verloren, oder? Ausrüstung, Charakter... aber ja. Gold nicht, oder? Nee, genau. Nee. Also die Bank behält man und das Gold. Ja, genau. Also das ist... Kannst du wieder mit demselben Charakter spielen? Ich meine natürlich von Stufe 0? Nee. Und neu anfangen? Nee. Nee? Das geht nicht mehr? Okay. Nee. Muss ja wow. Wirklich komplett den neu erstellen. Okay. Ah, 30 Stunden hatte ich mit dem gezockt. Ja, habe ich gesehen, ja. Aber ja, ich meine, das ist nun mal Hardcore. Wow, also. Champions, Magier, ja, Zauber. Arkan und mehr Leben. Na super, mehr Leben. Und albtraumhaft. Wow. Aber das mit dem Vieren ist ja jetzt ja nicht mehr ganz so schlimm, oder? Man hat ja dann so einen Vierschutz, wenn man dann gefiert wurde. Das ist ja... Ja. Dann dieses, das war zwischendurch nervig, oder dieses Dauer-4 dann, ne, von jedem Mob und du warst nur noch am Weglaufen. Das war schon nervig, das ist gut, die Änderung. Ja, finde ich auch. Oh, jetzt oh, merke ich das oh, mal mit reflektiert oh, Schaden oh, und oh, im Bluten. Ja, genau, wir sollten die lieber auseinanderziehen. Ach du Kacke. Hier guckt die Arkanenwurzel mal noch keinen Schaden mehr. Ja. Mein Gott, und dieses. Auch nervig. Ja, dass man vor 4 geschützt ist, das wird einem irgendwie nicht angezeigt. Aber ja, man hat ja sowieso kaum Anzeigen von irgendwelchen Debuffs. Wow. Au. Ah, wenn die sich gegenseitig so buffen, ne, und dann schießen, ja, dann machen die echt so einen guten Schaden. Alter. Wow, pass auf. Ist noch keiner down. Oh. Wow. Oh. Nee. Wir hauen die irgendwie alle so, aber es kommt auch ein bisschen durch das Vier, ne? Ja. Nie an einem so dranbleiben, wenn man will. Ja, ich muss sagen, ohne Schild geht das ziemlich gut. Vorher war es nicht spielbar ohne Schild. Vor dem Patch. Ja, ich merke es auch an dem guten alten Over. Ah, okay. Ruski seinerseits habe ich auch im öffentlichen Spiel mal so kennengelernt. Und der kam, habe ich am Anfang ein bisschen Akt 3 mit ihm gespielt, also den Anfang von Akt 3, vor dem Patch, und da ging es gar nicht. Und jetzt kommt er eigentlich ganz gut klar, stirbt immer noch recht häufig, aber seine Lebenspunkte, der hat 17.000 Leben, das ist einfach viel zu wenig. Na gut, das ist klar, ja. Ja. Aber ansonsten, man merkt auch definitiv, dass er besser zurechtkommt. Weil vorher war Inferno wirklich Inferno. Nicht spielbar. Für mich zumindest. Ja, das muss ich die nächsten Tage mal ausprobieren. Ich habe ja irgendwie meinen Rekord hier auf dem typischen Akt 3 Farmrun. Liegt ja jetzt bei 37 Minuten. Oh, mal gucken, okay, wo ich ihn jetzt hinbringen kann. Vielleicht 25 hey, Minuten. Mal gucken. Einer noch, oder? Ich habe hier, hab hier Loot bekommen. Hä? Ah, da oben. 63er Armschienen gleich, die total schlecht sind. Armbrust 58. Ich hätte es gern 63er Zweihand Legendary Waffe. Mit so einem geilen Proc-Effekt. So mit 1000 DPS? 1500 bitte. Dieses Bild, was mit ich auf Blizzard Seite gesehen habe. 500 Stärke, 500 Vita, 500 Int. Das wäre ideal. Und 1000 Lebens pro Treffer. Das wäre mal die ultimative Waffe. Ich glaube, dann würde ich auf 200 umsteigen. Ja, das glaube ich auch.
kommt her, so Kobi. Ach, jetzt wollte ich sie bluten lassen, jetzt muss ich mir ja dann gewöhnen, dass ich dafür Wut brauche. Ja. Im AH kann man jetzt auch auf einmal Sachen suchen, die was 5 Eigenschaften haben. Das finde ich auch toll. Sogar 6, ne? Oder 6 sogar, ja. Ja, war überfällig. Also toll. Das Auktionshaus, das hätte auch von Anfang an so sein müssen, wie es jetzt ist. Jetzt ist es ja, noch benutzbar, ne? Ja. Aber da habe ich mit Xivre eben auch drüber geredet. Ich meine, der Xivre, mit dem habe ich ja ganz am Anfang das Spiel gezockt wie ein Wahnsinniger, als wir dann Diablo gelegt haben. Genau. Der Patch 1.2, das war ja der Xivre. Und der hat danach dann irgendwie auch so ein bisschen die Lust verloren, oder? Xivre, ja. So nach. Es war für mich eigentlich auch ziemlich fad. Weil ich habe ja auch wirklich Tage damit verbracht, im Akt 1, Akt 2 zu farmen und ich habe nichts Brauchbares gefunden. Das ist, ja. Das war irgendwie schon frustrierend irgendwie mit der Zeit. Ja, ist echt wahr. Besonders du findest ja da auch dann so dermaßen selten Items, die dir dann wenigstens vielleicht mal genug Gold bringen, damit du dir Items kaufen kannst. Richtig. Und wenn du anfangen kannst, dann in Akt 3 zu farmen, dann sieht die Welt plötzlich ganz anders aus, ne? Ja. Mittlerweile ist Akt 2 auch ein bisschen besser geworden, was die Items angeht. Bin immer gespannt, wie sich das entwickelt. Es soll ja jetzt auch dann stärkere Level 61, 62 Waffen geben. Okay. Mal gucken. Könnte über kurz oder lange auch dazu führen, dass man noch bessere Waffen günstiger kriegt, weil es mehr davon gibt. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Ja, ich werde zwar so tendenziell jetzt... Oh, Rambo, ole. Oh, nice, da muss ich mal kurz weg. Nein! Boah, das hat den Magier fast zerlegt. Gerettet. Das war knapp. Wow, nicht schon wieder. Oh, oh. Ich muss mal wegrennen. Sorry. Ah, Lebensband auch noch, das kann dauern. Ey, au! Oh, Xivre, mittendrin statt mit dabei. Ja, die haben mich gerade einmal eingefroren. Das war uncool. Ich auch. Ich nehme immer Sprung als Fluchmöglichkeit, aber manchmal verbrauche ich es schon vorher. Ja. So wie jetzt. Oh, was war das denn? Ja, wenn die Jungs hier so wütend sind, ne, dann hauen die schon ganz gut zu. Besonders, hey, warum werden die denn gebufft? Hier ist noch so ein scheiß Okkultist. Ja. Das erklärt einiges. Und wütend und gebufft, dann machen die Jungs aber echt gut Schaden. Oh nein, Leute, es wird jetzt ganz ekelhaft. Sag mir nicht, die Buffer sind auch Elite. Ja. Ja, ich hab gerade Elite vor mir. Die Buffer sind auch Elite. Na geil. Egal. Schnell die dicken Klopper runterhauen. Und die haben Feuerketten, aber Feuerketten machen jetzt gar keinen Schaden mehr. Ich komme. Leute. Oh, Arkan. Na super. Arkan? Ich glaube Feuerketten, was denn jetzt? Na, Arkan, ja, such dir was aus, es gibt alles hier. Arkan auch. Geh wieder. Das Eis dazwischen nervt mich. Ja, voll. Aua, jetzt könnte es eng werden. Rückzug. Oh. Hab ich nicht mitgeskillt, sorry. Okay, die Dicken sind down. Okay. Sind da nur noch, also die Klopper. Sind nur noch die Okkultisten da. Ja, aber viel doch gut, dass ich meinen Buff-Schrei behalten habe. So oft wie du nicht in meiner Nähe bist. Ich versuche es. Och. Au. Wo ist er? Boah, wie oft der Mage auf diesem Run schon gestorben ist, ne? Ich hab echt Mitleid. Oh. Schnappen wir uns den mit dem niedrigsten Lebensbalken, oder? Ja, ist klar, ja, ist eine gute Idee. Schön, ach, wenn ihr mein Spielzeug wegnimmt, werdet ihr dann seinen Platz einnehmen. So ging der. Oh je, nicht reinlaufen. Okay, einer ist down. Weg, oh my god. Boah, was mir auffällt, also Berserker zusammen mit diesem Bluten lassen, das macht aber wirklich Schaden ohne Ende.
Oh. Ja, wieso hab ich gerade nicht mehr geschlagen? Ach nee, zu früh. Zu früh. Wow. Bin doch die Römer. Also ich muss sagen, ich habe mir das ein bisschen schwerer vorgestellt ohne Schild. Aber es geht ganz gut. Es geht ganz gut. Bleib doch stehen, nicht weglaufen. Ja, das hast du dir gewünscht, Marathonläufer, oder? Da kommt er nicht mehr raus. Nee, jetzt nicht mehr. Jawohl. Hey, ich hab wieder 5 Stacks. Juhu. Ich bin voll, ich muss zurück. Ich auch schon wieder. Hä? Bin voll. Wie macht ihr das? Ja, ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelbe Gegenstände allein schon in der Tasche. Alter, ich will das. Warum hab ich bloß gefragt? Weiß ich nicht. Da konnte ich es mir einfach nicht verkneifen, das nochmal der Nase zu reiben. Widerliches Pack. Was können wir denn dafür? Ja gut, eigentlich ist Pete schuld. Widerlich, aber fein. Weil ich Pete die IP-Adresse geben musste, deshalb ist mein Spiel abgestürzt. Und Pete ist schuld. Ja, das ist halt die Rache dafür, dass du mal gesagt hast, ja Pete, irgendeiner von uns muss ja dran glauben, ne? Ich hab das beim Channel von geschrieben, teamspeaknet.com. Ja, ja, klar, aber das war wegen einer IP-Adresse. Das ist die Adresse des Servers. Achso, das ist Adresse dabei? Ja, hättest du auch eingeben können, naja. Achso, okay. Oh nein! Oh, das war knapp. Ich bin halt beinahe einen Goblin gepult, aber er steht noch da. Karl. Kommen wir gleich. Jojojojo. Paragon Level anderthalb. Jawohl. Aber wahnsinnig viele Punkte, ne? 8,6 Millionen für die zweite Stufe. Bumm. Aber man kriegt schon recht viele Punkte, scheint mir. Jetzt schon wieder eine halbe Million. Also da bin ich nochmal gespannt, ob es bald eine Tabelle gibt, wie viel XP für Paragon jetzt die einzelnen Monster und so geben. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so wild wie gedacht. Du bist aber gelb. Gelb mit blitzenden... Ja. Gold eigentlich. Klöppeln. Gold. Ah ja gut. Ja. Sorry. Gold. Mit Fleischhammer, ja. Bin hier mit Fleischhammer. Sieht ein bisschen aus, als ob du so eine Banane auf den Schultern hättest. Stimmt, gell? Banane? Baba-Banana? Wo ist Mage? Oh, wird schwindelig. Oh, da ist Mage. Mage hat Hydra gemacht. Die Hydra sieht geil aus. Ich erwähne das immer wieder, aber ich finde, die sieht gut aus. Der Udo hat sich verliebt. In einer Hydra. So, ich möchte weiter Rasenmäher spielen, komm. Rasenmäher. Nein, wo ist er denn jetzt hin? Na toll, ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Nee. Das war der Mage, oder? Der ist weg, glaube ich. Oh Mann. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich mache halt nicht so viel Schaden, aber wir müssen halt schauen, dass er nicht weiter rennt. Den Weg versperren irgendwie. Ja, hat schon sein Portal. Hui, sagt er. Hui. Hui. Hui, Buchratze. Okay, Krieger ist down. Ja. Der Mage ist schuld. Der Mage kann sich auch nicht wehren im TS. Das ist gut, dann können wir ihm alles in die Schuhe schieben. Wie, und keine Elite mehr hier? Das ist ja ein bisschen mau. Ja, aber ich find's echt, das merkt man massiv im Gruppenspiel, dass die Punktezahlen, die Lebenspunktezahlen der Mobs nicht mehr so stark ansteigen, ne, pro Spieler. Ja, sie haben ja auch gesagt, dass sie das, glaube ich, denken. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Prozent, aber... Ja, vorher war es 105% mehr Lebenspunkte pro zusätzlichen Spieler.
Und jetzt sind es, glaube ich, noch 75, oder? Ja, genau, 75. Und das mehr, also es geht dann im Gruppenspiel jetzt endlich mal so fluffig durch und nicht mehr so zäh. Das ist schon angenehm. Richtig, ja, richtig. Die Gebiete haben da Lust. Mittlerweile in Diablo auch schon Pets, oder was fliegt da für eine komische Blume hinter euch her? Ah, gehört dem Magier. Genau, Begleiter. Hör auf, ey, wenn ich hier mit Pets anfange. Ja. So, Celia, kleine Maus, wir müssen die an den äußeren Rand drängen. Auf dann... die Schnecke! Ey, was hat die für ein Dings? Hey! Fuck. Hä? Wo waren jetzt zwischendurch ihre Spinnen? Oder kommen die am Anfang? Kommen die. Ja, da ist die Kleine wieder. Ui. Hat die Turnschuhe angezogen. Boah! Ja, was ist das für ein Benehmen? Ich dachte, sie steht drauf. Manchmal, aber... Oh, jetzt ist sie weg. Eine feige Sau. Ehrlich, nächstes Mal packe ich die Schere ein, schneide ihren Faden durch. Oh, die Spinnen wollen wir wirklich. Da ist er wieder. Wow. Was macht der Mage da eigentlich? Schießt du auf die kleinen Kleine? Aber ja gut, die fressen den Kleinen ja auch. Das ist natürlich gemein. Da wird nochmal hochgehen wahrscheinlich, die Gute. Irgendeiner hat mal die Arschkarte gezogen. Okay. Naja, zuerst war es Pete, weil er ja nicht im TS war, konnte man die ganze Zeit über Pete lästern. Wirst du deine hören in den Videos? Nein, natürlich nicht. Und jetzt ist der Mage dran. Jedes Mal, wenn du im Video Piep hast, weißt du, dass wir über dich gesprochen haben. Das wird nicht weggepiept hier, ich bin gegen Zensur. Oh, geht's jetzt nice. Over. Wow. Ja, so weit war er noch nie, also man sieht man auch, er kommt jetzt auch so weit. Ja. Er hat zwar schon in letzter Zeit gut an seinen Widerständen gearbeitet, aber er hat echt wenig Lebenspunkte. Also das mit wie viel Schaden jetzt genau hier dieses Zerfleischen bringt, das muss ich mir nochmal alleine angucken. War crap, aber ist nicht so schlecht, glaube ich, das da. Das ist doch jetzt ein Scherz. Das hier. In Inferno. Bei zu dir. Hallo, sowas kriege ich doch Hölle. Ja, finde ich auch. Boah, die ist sogar echt für eine 59er so dermaßen schlecht, ne? Das ist abartig. Oh. Das Schild ist aber gar nicht so schlecht. Sie sich verbessern. Der Rüstungswert ist abartig und dann noch 18% Blockchance, viel Geschick obendrauf, ja, bluten lassen. Ja, ist jetzt kein Burner-Ding, aber, ja, aber wenn man im Auktionshaus guckt, ich habe mich neulich auch mal schwer gefreut über viel, viel Gold im AH. Das war auch ein 1450 Rüstungsschild mit nicht besonderen Stats, aber allein der Rüstungswert ist so selten im Auktionshaus. Ja, wenn da wirklich einer Bedarf hat nach so viel Rüstung, der kauft es auch für ein paar hunderttausend Gold. Ja. Without crit. Unser russischer Freund hätte auch wirklich mal in den 2 Wochen Deutsch lernen können, oder? Natürlich, geht doch. Ist ja nicht schwer, Deutsch. Nee, überhaupt nicht. Nur unmöglich, ne? Einfach den Google Translator App installieren, gut ist. Das ist natürlich die einfachste Lösung. Schon wieder diese Raserei.
3 Raserei oder nicht? Oh, ja, 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 aber ja, ich glaube den Goblin verpassen wir auch. Wir müssen unbedingt die Phasenbestie da töten. Jetzt ist er gepult, die haben's reingezogen. Ja, ist egal. Der stand so nah an den dran. Ja, schnappen wir uns die da unten, genau. Ja. Oh, 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 oh. Einer ist... Illusionist. Down. Na, die ist, einer ist down. Boah. Wie viele Kugeln hier durch die Gegend fliegen? Oh. Sind halt ein bisschen biestig, dass wir gerade ihre Mutter zerlegt haben. Oh Mann. Oder sie wollen sich nur bei uns bedanken. Auf ihre Art und Weise. Können noch nichts. Gerne noch. Lol. Das war der Gang zum Kirchengang, oder? Das hört sich so cool an. Dong. Und der hat auch einen Schaden zugelegt, das Kill, aber wie die Hölle. Achso? Wie viel? Ich meine, es waren vor 275, oder? Doch, 275, dann sind es 115. 115% mehr? Ja. Toll. Wie hast du die eigentlich geglüft, hätte ich schon fast gesagt, geruhnt? Dass ich weniger Dings brauche. Ehrlich? Ja. Weil da gibt's doch glaube ich auch noch eine Schadensrune, dann ist der Wert ein bisschen perverser. Wechsel doch eben noch mal kurz den Skill. Fürs Video kommen die Stacks. Lass mich kurz überlegen. Nein. Nein. Nee, der Hintergrund ist unter anderem, dass ich den auch benutze, um mich hochzuheilen. Ja, ist schon klar. Und so kann ich mich mit zwei Schritte hochheilen. Anstatt einmal fast meine ganze Geisteskraft zu verbrauchen. Oh, okay, wieder Champions Pack. Und dann wieder Heilung verbuffen zu lassen. Oh. Wenn mein Geisteskraft ein bisschen größer wäre, ja. Dong. Oh, was war denn das denn? Ja, du musst dir mal Gegebenheit meinen Mönch angucken, Jamie. Dem habe ich extra Bonus gegeben an Geisteskraft Rec auf im Equipment. Yeah! Ein Barbarerfolg, lasst Gegner ununterbrochen bluten. Oh, den wollte ich immer schon haben. Mann, bist du Porno. Und der Mönch hat jetzt also extra Geisteskraft Rec nochmal. Das läuft echt gut voll jetzt. Und nochmal extra Heilung, also über 40 pro verbrauchter Geisteskraft. Also der heilt sich jetzt richtig pervers. Und der benutzt ja gar keinen Life on Hit, mein Mönch. Und trotzdem reicht die Heilung dicke aus. Also ist wirklich schick. Wenn die nicht so niedrig wäre, halt, aber wäre es. Die 124 ist nicht viel, finde ich. Oh, ich muss euch gleich mal was zeigen. Ich habe einen Zweihandhammer gefunden. Macht zu wenig Schaden, aber der ist stärkewert. Und die Axt. Leben pro getöteten Gegner. Ich hab den hier gefunden. Bosse, Klassen. 708 pro Treffer. Und dann dazu noch Schaden wird in Leben umgewandelt. Oh jo, das ist so ein Heilerhammer, ne? Ein bisschen mehr DPS? Ja, aber ja, wenig, so ist es, ja. Zwei Hand auch noch. Was war das denn? Nee, von der Schaden wurde von 215 auf 390, nicht von 275, sondern von 215 auf 390. Ey, guckt euch mal diesen Zweihandhammer an, also der Schaden ist immer wieder kacke. 380 Stärke, hey. Oder? Ja. Was geht? 116% kritischer Trefferschaden. Alter! Boah! Also, das Krank. Ist nicht schlecht. Ja, die haben ja gesagt, dass sie die Werte erhöhen, ne? Und die Zahlen. Ja, ja. Ey, der würde mir, wenn ich den anlege jetzt, anstatt meine beiden Einhandschwerter, gibt er mir immer eben 2000 Schaden mehr. Lol. Der gibt mir 2000 Schaden mehr.
schlecht. Nur, dass du ein Zuhause wie eine Oma. Ja, ja, 0,9 Angriffe pro Sekunde. Was mache ich denn, wenn ich den anlege? Komme ich auf 1,1 Angriffe pro Sekunde. Aber, oh, der sieht gar nicht so schlecht aus. Wie das aussieht. Wo ist der Rasenmäher hin? Ich mach auch mit. Der Hammermann. Also um irgendwo einen Nagel reinzuhauen, okay. Der gibt mir 2000 Schaden mehr, das kann ich irgendwie gerade gar nicht glauben. Das ist doch gelogen. Probier doch mal aus, was passiert, wenn du... Das ist falsch. Das ist falsch. Die Werte, die mir angezeigt werden, das stimmt nicht mit 2000 mehr Schaden. Da ist irgendwas verkehrt. Aber ich glaube, den kriege ich verkauft, oder? Ja, aber 800 DPS, aber so viel Stärke und Crit und auch Vita? Ja. Aber vielleicht benutze ich den auch mal, um so einen Zweihand-Barbar mal so zum Testen zu bauen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, da behalte ich den erstmal für. Oder ich finde jetzt bei Asmodan den Scorn, die Legendary Waffe, diese Zweihand-Axt mit 1500 DPS. Oh. Genau, da war ja was. Oh, die werden jetzt heftig. Die werden jetzt heftig. Oh, weg, Eis! Oh Mann. Weg! Ich bleib stehen. Oh. Ich hab grad Berserker hier am Laufen. Aber die hauen gut zu. Ja, die macht ordentlich Schaden. Wow, ich muss weg. Nein! Au, nein! Oh, ich bin ins Eis reingesprungen, ich Idiot. Und mich haben sie das Eis angezogen. Au. Oh, ich konnte, da hat er mich... Oh, weg. Nein! Verdammt! Oh Mann! Alle tot hier! Nur Simon und ich nicht, was soll das? Doch alle tot, oder? Tuch. Echt? Xivo, bist du auch tot? Ja. Ich auch tot, ich bin als erster gestorben. Wie wär's, wenn ihr mal rankommt? Ich bin hier so. Ich bin doch da. Achso, du bist doch da? Tot. Ich hab mich ins Eis reingezogen. Ja, ich bin nicht gestorben. Wunderbar. Ich freu mich total. Verdammt. Aua. Hab mich wohl zu früh gefreut. Ja gut, die machen aber auch ordentlich Schaden. Ja. Also als Elite auf jeden Fall. Ja. Und er hat dann noch irgendwie seinen Vortex, Eis und... Und machen jetzt auf einmal Eis so viel Schaden? Es kommt mir so vor, hey. Kommt auf die Menge an. Aber guck mal, Pete, was ich neulich meinte, als wir die Minions hatten, die Begleiter, die fünf Eigenschaften hatten. Guck mal, der hat nur zwei. Jetzt Diener eben und... Ja, schon. Ne? Das ist und wirklich selten, aber... Ja, ist echt selten. Und der hatte dann, die hatten gleich 5. Aber wir sind ja auch kein Anfänger, oder? Nee, gerade so nicht. Ja. 104 Anfänger. Au. Jawohl, doppelt Berserker. Und ciao, Bella. Wenn man da noch eine aufhebt, bin ich richtig glücklich. Wo? Danke. Er ist gemütlich im Hintergrund und guckt der Schlacht zu. Mein Gott, ey. Wo sind wir noch gelandet? Ja, Gummibärchen. Okay, hab mich gerade so angelächelt. 58. Ist doch nicht wahr. Ich hab einen schönen Zweihandstab gefunden für einen Mönch. Bin, full? Ich auch. So. Was habt ihr denn noch in der Tasche, Jungs? Das kann ich soll ich nämlich aufzählen, wie viel gelbe ich hab? Sehr viel blaue, sehr viel gelbe. 2, 4, 6, 8 gelbe. Ich hab sogar 9, aber ihr könnt die Tasche doch nicht voll haben. Ihr habt doch noch irgendwie Magic Find Equip drin oder so. Ja, natürlich! Ja! Das hab ich extra auf die Bank gepackt, ihr. Ja, kennst du doch. Ha 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 ha!
töte hier nochmal so zwei so Kobi, die stehen ja und lässt mich gerade an. Macht mal. Ja, ich meine, der Dot läuft eigentlich schon ganz gut, dieses Zerfleischen. Ich kann mich in meinem Bild passt ja nicht so wirklich rein, aber funktioniert auf jeden Fall mittlerweile das Kill. Oh, jetzt muss ich hier von gehen. Eigentlich ist das mein Job. Was ist das Gähnen oder das Killen? Gähnen. Okay. Ja, die Waffe ist dann auch mal gar nicht so gut. Wieso zeigt er mir bei dem Hammer 2000 plus Schaden an? Das ist überhaupt gar nicht wahr. Rechnet er diesen kritischen Trefferschaden mit ein? Richtig. Ja, aber das tut doch eigentlich auch die Schadensanzeige hier in meinem Attributsfenster. Oh, was? Jetzt steht da 27,5 und wenn ich den Hammer anlege, steht da halt 23,3. Ja, also nichts mit plus Schaden. Was sagst du denn zu dem Ding hier? Oh, das ist natürlich nice. Oh. Boah. Du hast in meiner Tasche entdeckt. Ja, nur so entdeckt. 1353 ist doch schon mal eine vernünftige Zahl. Ja, richtig. Natürlich viel Geschick, ey. Den kannst du doch als Mönch sogar mal anziehen. Ja, ich hau aber dann so wieder um. 0,9 Angriffe pro Sekunde. Ein nee. Hackbeil. Ich glaube, seismische Schmettern wurde jetzt nicht gebufft, oder? Beim Barbar? Ich glaube schon. Aber dieser Hammer der Urahn wurde auf jeden Fall brutal gebufft, das weiß ich. Genau, ja. Also Xive, wenn der das als Stärke gehabt hätte den Wert, dann hätte ich den, glaube ich, abgekauft, um mal das mit zwei Hand abzugehen, aber so nicht. Seid ihr bereit? Ach, guck mal, wie klein jetzt der Haken an dem Bildchen ist. Ist ja süß. Haken, Bildchen? Ja, der so. Ready-Haken für den Boss. Vorher war doch immer über das ganze Bild. Aber jetzt lege ich mich mein Schild an. Die neuen Icons gefallen mir aber. Wenn ihr schön lauft, also zumindest einer, dann kann ich kontinuierlich am Boss stehen bleiben. In den Flächen. Derjenige werde ich sein, der herumrennt. Cool, dann kann ich auch an den Flächen bleiben, weil ich schätze mal, der Mage wird auch laufen. Jo. Dann brauchst du aber genug Life per Hit, Kobi, ne? Oh. Sonst hältst du das wahrscheinlich nicht aus. Also wenn ich so viele Flächen auf einmal konnte, konnte ich fast immer bis zum Ende stehen bleiben. Wir werden sehen. Ja. Notfalls habe ich ja noch mein Bubble. Ja, ich muss auch zwischendurch den Sprung benutzen, mir die extra Rüssi holen, damit ich mich mit Life per Hit wieder aufladen kann. Ja, geht ja gemütlich. Zwei Flächen gingen auch noch übereinander, aber bei drei wird es dann kritisch, besonders wenn das hier noch runterkommt und noch ein Feuerball draufkommt. Kann schon mal runtergehen. Ich verliere zu viel. Ja, ich meine, normal ist es ja auch, dass man eher weglaufen muss. Ja. Und da jetzt wir beiden zumindest stehen bleiben konnten, machen wir auf jeden Fall, kriegen wir den schnell down. Guck mal, der ist ja schon im letzten Viertel. Sehr gut. Oh, ich brauchte es auch noch nicht, muss meinen Bubble nehmen. Der Mage ist wieder tot. Soll ich den Mage mal wiederbeleben? Ah nee, ist eh gleich down. Hier trenne ich auch nicht mehr, jetzt bleibe ich auch stehen. Der ist gleich down. So.
Ja, mal schauen, ob irgendwas Schönes dabei war. Waren das was? Leider nicht meine 63er Legendary Zweihandwaffe, die war irgendwie nicht dabei. Dafür habe ich sie. Oh, einen recht soliden Helm habe ich gefunden, der ist gar nicht so verkehrt. Ja. Auch guter Widerstand, okay, Rüstungswert, okay, aber alles andere, glaube ich, nicht so interessant. Gut. Der stand gegen alle Schadensarten, ey. Ah, 53 Vita, natürlich wäre ein Helm mit Sockel natürlich schöner, aber drei... Der postet immer Sachen. Der kriegt echt komische Items, ne? Abwanskensum, Stern... Guck mal auf den Int-Wert. Guck doch mal auf den Int-Wert, was für Werte sind auf den Zweihandwaffen möglich, das ist so abgefahren. 413, hey. Boah. Aber Vita ist cool. Vita ist interessant. Also, wenn du mir sowas mit Dings geben würdest, mit anstatt Int, ist Zweihand. Na gut, ich hab nichts gesagt. Oh Mann, mir fehlen noch so viele Punkte, hey. 7,2 Millionen Punkte für ein Paragon-Stufe. Ich brauche noch 2,4 ungefähr Millionen für Stufe 2. Die werden jetzt auch noch gemacht hier. Ja, ey, das Ende von Akt 3 Run. Das ist auch das Ende vom Video. Wollt ihr irgendwie noch ein Fazit ziehen, Jungs? Xivre, hast du irgendwas Abschließendes zu sagen hier zu dem Patch, deine ersten Eindrücke? Ich finde... abschließend, ja, also es scheint einfacher geworden zu sein. Grafisch besser haben wir auch schon. Mehr Damage, okay. Und die Gegenstände, die Items sind auch relativ, muss ich sagen, besser geworden. Es ist zwar nicht so der Überdrüber, aber man findet schon jetzt bessere Items als vorher. Naja, wenn ich mir den Invent mal anschaue, den er gepostet hat, da kippe ich doch schon leicht vom Stuhl. Richtig. Aber das ist auch gut, oder? Dass sie das mit den Zweihandwaffen gemacht haben, weil Zweihandwaffen waren doch so uninteressant. Wer hat denn ab Akt 3 Inferno oder so noch mit einer Zweihandwaffe gespielt? Doch eigentlich die wenigsten, denke ich, ne? Richtig, ja. Das wird jetzt echt interessanter. Man hat einfach zu viele Stats vorher verloren durch den zweiten Platz, den man einfach nicht hatte, ne? Den zweiten Ausrüstungsplatz. Richtig. Richtig, ja. Und jetzt kriegt das langsam endlich mal Sinn, also das finde ich auch gut. Und ich habe das Gefühl, das haben sie auch geschrieben, aber die normalen Monster droppen jetzt auch mal mehr blaue und gelbe Sachen, ne? Das ist auch angenehm. Ja. Das stimmt auch, glaube ich. Okay. Ja, macht Spaß. Ja, YouTuber, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch und vielleicht abonniert mich, empfehlt mich weiter. Und ja, vielleicht bis zu einem neuen Video. Ciao. Oh. Lucy. We'll